So Leute, jetzt geht's weiter. Der Panzer ist gerade rausgerutscht. Wow, 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 wow. Lass mich mal was testen, ob ich dann so hinten dran komme. Nee. Aber ihr müsstet doch da hinkommen, oder? Nee. Die kommen da auch nicht hin. Na, dann muss ich von der anderen Seite. Okay. Ja, das ist mir zu riskant, da jetzt irgendwas zu riskieren. Das geht gar nicht. Wäre totaler Schwachsinn jetzt da. Total irrsinnig, was zu riskieren. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich nicht durch das Haus schießen kann. Gibt für mich keinen Sinn, aber okay. Наши войска атакованы. Есть. Танкисты докладывают. Wie können denn... Warte, wie können denn hier Minen sein, wenn ich eben hier Minensuchkommando durchgeschickt habe? Wie geht denn das? Hä? Ich habe eben hier Minenkommando durchgeschickt und der hat nichts gefunden. Wie kann bitte hier eine Mine jetzt sein? Ah, ich verstehe das nicht. Ergibt keinen Sinn. Das ergibt jetzt mal gar keinen Sinn. Ich habe irgendwie hier Minenkommando, der hat mir gesagt, da ist nichts. Ach, plötzlich ist hier was. Was Idioten. Tolles Minenkommando. Wirklich tolles Minenkommando. Minenkommando, wo keine Minen entdeckt. Ja, das ist natürlich genial. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Один готов. Как скажешь. Танкисты докладывают. Есть. Я. Ага. Nimm das mal auf, vorsichtshalber, dass irgendwas passiert. Sehr schön. Scharfschütze. Sag mir, ob hier noch. Ja, da ist noch was. So, während der das macht. Das sind tatsächlich auch Minen. Ich werd verrückt. Ну, давай. Слушаюсь. So. Осторожно. Scharfschütze.
Unser Abwehrtrupp ist das. So. Weiter. Alles mal mit zwei, damit es hier ein bisschen flotter geht. Die Frage ist, brauche ich hier so viel Einheiten? Oder reicht hier ein kleiner Stoßtrupp, wo ich dann hier die Aufklärung mache? Wenn ich hier mit Scharfschüssen gezielt vorgehe, einem Panzer und einer starken Infanterie. Oh. Ja, 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 ich hab's gerade gesehen. Ey, das ist ein Bastard. Okay, dann gehen wir ganz kurz mit euch hier lang. Ich könnte aber auch einen MG-Trupp hier reinschicken, wäre auch möglich, aber ich weiß nicht, was hier hinten dran ist. Wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Frage ist, ist hier was? Ne, hier endet ja auch die Karte. Das machen wir auch hier ganz gemütlich. Ich werde echt überlegen, ob ich die hier brauche, groß, weil... Soll ich da rein? Na, ich mach die erstmal hier kalt und dann gucken wir mal. Sehr schön. Ладно. Sturmgeschütz. Guck mal, ob ich dich mit einer Granate platt machen kann. Jupp, geht. Sehr schön. Sehr schön. Und du machst den hier so platt. Gut. Sehr schön. Die Schützentrupp, ja. Ja, выполняю. Ui, ui, ui. Ну, давай.
Посмотрим. Да. Посмотрим. Посмотрим. Как скажешь. Der passt hier auf, wenn hier irgendwas um die Ecke kommt, hab ich ihn. Один готов. Давай. Танкисты докладывают. Okay. Mach dir mal Platz. Слушаюсь. Задача выполнена. Нашли Фрица. Допросили. Раскрыл нам возможное местоположение штурмгруппы. Надо проверить. Окей. Hier oben. Mhm. Okay. Ja, wir werden uns durch die ganze Stadt erkämpfen müssen. Ach. Aber die Frage ist, brauche ich euch? Sturmtrupp. Den Sturmdruck kann man mitnehmen, aber Panzer ist hier echt. Das ist hier echt kaum Bedeutung. So, der Spähtrupp erstmal bitte das hier räumen. Und dann machst du hier mal eine Minensuche. Ich würde mir jetzt noch einen zweiten Spähtrupp hier holen. Gehen wir mal. Ja. Вызвано подкрепление. Mal, warum sollte ich jetzt hier für einen Minentrupp hier so viel ausgeben? Wäre Schwachsinn. So, und dann tut ihr jetzt einfach Minen suchen. Подкрепление прибыло. Nee. Ja. Gut, dann kommt ihr jetzt hier mit. Ich verlasse mich jetzt drauf, dass da keine Mine ist. Sieht schon mal gut aus. Новая задача. Наши ребята попали в окружение неподалеку. Надо выручать их. Задача выполнена. Вовремя подоспели. Еще немного, и нам крышка. Спасибо. В долгу точно не останемся. Окей. Спецтруп. Пехота на связь, есть. Ja, was Truppen angeht, kriegen wir hier einiges. Alles in Ordnung, okay.
Быстрее, пехота! Так точно. Sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Das sind alles Spähtrupps. Ah, hätte ich das gewusst, hätte ich mir das können jetzt sparen. Hier haben wir Panzer. Okay. Fahr doch nicht rückwärts, Mensch! Die überlegen, ist hier ein Panzerabwehrtrupp, aber... Das ist ein Panzer 4, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, willst du mir erzählen, dass du da den jetzt von hier nicht triffst? Das ist doch Käse hoch 10. Ja, das ist doch echter Schwachsinn. Ja, dafür kann ich nichts. Der ist halt nicht rückwärts gefahren. Dafür kann ich nichts. Der ist nicht rückwärts gefahren. Da dreht er sich um. Also, es ist unfassbar. Es ist nicht zu fassen. Ja, es ist echt nicht zu fassen. Da dreht er sich eigentlich um. Wenn er mal abhauen sollte, dann kriegt er es nicht gebacken. Was soll denn die Scheiße? Ich hab dir einen klaren Befehl gegeben, rückwärts fahren. Ich hab dir keinen Befehl gegeben, umzudrehen. Also klarer kann ich den Befehl nicht geben. Geht nicht klarer. Unnötig, total unnötig. Steht auf der anderen Straßenseite und wie kann man bitte da vorbeischießen? Das frage ich mich auch. So, Spähtrupp. Okay, die Frage ist, kann ich mit dem Panzer hier rein? Ich kann mit dem Panzer nicht hier rein. Oh. Kann ich wenigstens mit dem NG-Trupp hier rein? Oder wird mir jetzt erzählen, dass eine Infanterie hier nicht rein kann? Also es geht wenigstens. Jetzt. Осторожно. Добро. Oh.
Танки, добро! Так точно. Какой? Так точно. Gut, dann müssen wir mit den Scharfschützen hier um die Ecke gehen. Посмотрим. Tut mir leid, ich verstehe das nicht, dass der nicht da durch den Panzer. Also, das ist nicht nur. Verstehe ich nicht. Verstehe das nicht. Aber warum zieht der jetzt die Panzerabwehr dann nicht? Das ergibt keinen Sinn. Wie kann der mich da sehen? Verstehe ich nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich gehe ins Haus und sehe den dann nicht. Normalerweise sehe ich den im Haus, hau dem da hinten weg, ist Ruhe. Ja, dann müssen wir es halt auf die harte Tour machen, das geht nicht anders da. Och Leute, was ist denn das? Der schießt fünfmal dran vorbei. Alter Falter, also echt, das war ja wirklich total krass. Der schießt wirklich fünfmal dran vorbei. Schießt der fünf? Also. Наши войска атакованы. Один готов. Как скажешь. Ja, so kann man halt ein Spiel auch in die Länge ziehen. Один готов. Так точно. Ja, so kannst du echt eine Mission übelst in die Länge ziehen. Oh, wo müssen wir hin? Da oben. Gucken wir, dass wir da oben irgendwie vorbeikommen. Увидим.
Weil das ist ja alles echt nur noch ärgerlich, was hier gerade passiert. Ja, normalerweise müsste der jetzt da treffen, ne? Aber das Spiel will mir jetzt hier erzählen, ja, ich kann nicht hier, sehe das hier nicht. Oder ich kann hier nicht treffen. Unfassbar. Ja, unfassbar. Der hat freie Sicht. Der hat hier freie Sicht. Also, tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist nicht nachvollziehbar für mich. Пехота, слушаю. Der hat hier komplett freie Sicht. Aber komplett freie Sicht. Guck's dir an, der kann hier aussuchen, wen er abknallt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Мы теряем бойцов. Увидим. Ey, wie weit kann denn der da reinlaufen? Ладно. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Siehst du das da hinten hin? Ja gut, dann müsstest du ja den dann von hier treffen. Erzähl mir nicht, du kommst da nicht durch. Ja, es ist ein bisschen leider in vielen Dingen ein bisschen komisch, unrealistisch. Weil normalerweise gehst du dann hier hin, knallst ihn hier von der Seite ab, macht dir nichts mehr. Und eine Infanterie kommt hier nicht drüber. Nee, tut mir leid, aber das ist ein bisschen schlecht umgesetzt. Das muss auf jeden Fall, die müssen das auf jeden Fall nochmal verbessern, weil das geht gar nicht. Genau wie hier. Du siehst doch, dass hier was ist. So, der sieht den hier ganz klar. Ja gut, wenn er von hier aus nichts schießen kann, okay. Dann gehen wir hier hin. Как скажешь. Weil wenn der ja nichts machen kann. Посмотрим. Warum fährt er jetzt rückwärts? Ich sag dir, ich verstehe es nicht. Маневру готов.
Слушаюсь. Маневр готов. Ja, es tut mir leid, aber ich kann da nichts machen, weil da sehr viele Funktionen einfach auch nicht funktionieren richtig. Ладно. Один готов. Посмотрим. Танкисты докладывают. Идите мне. Получи. Я слушаюсь. А, wenn das so weitergeht, habe ich gleich ganz Stalingrad gesäubert. Ладно. Сестри. Танкисты докладывают. Schießt! Warum fährst denn du? Ach Leute, echt, also ich krieg die Kotze, echt. Das ist ein Witz, was hier abgeht. Da fahrt der. Ja, und das siehst du? Ja, natürlich. Посмотрим. Тихо. So, normalerweise müsst ihr den von denen treffen. Also ich verstehe das nicht, tut mir leid, ich verstehe es nicht. Es gibt hier keine Einschränkungen, nix. Also das Spiel will jetzt erzählen, er könnte hier nicht durch... Natürlich kann er hier durchschießen. Ja, natürlich, er hat freie Sicht. Hab's ja gerade gesehen. Er hat freie Sicht. Ja, so kannst du ein Spiel echt in die Länge ziehen, echt, aber wirklich... Gut. Ja, Leute, ich mache hier einen Cut. Es bringt nichts. Ich kann das Ding hier nicht in die Mega-Länge ziehen. Ihr seht, das ist jetzt hier echt übelst in die Länge gezogen. Und das war es bestimmt. Und da kommt bestimmt noch irgendwas Mieses. Okay, das war es erstmal von diesem Part. Wir kommen in Stalingrad langsam voran. Leider manche Funktionen ermöglicht jetzt, dass ich hier mega Umwege machen muss, weil er angeblich nicht bei einer Ruine durchschießen kann. Ein Scharfschütze. Sehr seltsam, aber okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.